Hallo, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Laura Winkelmeier und ich gehe in die 2. Klasse der BAKIP in Salzburg. Meine Rede trägt den Titel »Eine Welt ohne Sie«. Wie würde unsere Welt ohne Sie aussehen? Wie wäre der Alltag ohne Sie? Es gibt sie in jeder Größe, Form, Farbe und der Umfang des Verwendungszweckes ist riesig. Ich rede von den nicht gewertschätzten Stempen. Ja, ihr habt richtig gehört, Stempen. Diese Stempen, die uns Moped- oder Autofahrern den Weg der Straße zeigen, diese Stempen, die als Halt für Wegweiser, Verkehrszeichen oder Ortstafeln dienen, diese Stempen, die es uns ermöglichen, immer an der richtigen Stelle zu sein, diese Stempen, die wir nicht richtig behandeln, egal ob Straßenstempen oder Holzstempen, wir müssen sie richtig beachten. Was geht uns eigentlich durch den Kopf, wenn wir an diese besagten Stempen denken? Richtig, nichts, gar nichts, weil es uns überhaupt nicht interessiert, warum es sie gibt, geschweige denn, wie sie sich fühlen müssen, wenn sie nicht geachtet werden. Wir schätzen sie erst richtig, wenn sie für uns einen erkennbaren Nutzen haben, wenn wir sie wirklich dringend brauchen. Aber diese Wertschätzung bleibt nicht für die Ewigkeit. Sie sind so wichtig für uns, fast unverzichtbar in unserem Alltag. Doch warum werden sie nie gepflegt, gereinigt, geliebt oder umarmt, wie es zum Beispiel Autos werden? Im Vergleich vom Auto zum Stempen. Stempen werden kaum poliert oder repariert, wenn etwas passiert ist. Dabei haben sie doch genauso einen hohen Wert für uns. Oder etwa nicht? Wäre beispielsweise ein Unfall und das Auto trägt einen sehr hohen Schaden, weil es zum Ausweichen in einen Stempen, der danach natürlich auch komplett kaputt geht, gefahren ist. Wer wird als Erster repariert? Wer wird in die Werkstatt gefahren? Und um wen wird als Erster geweint? Na klar, ums Auto und nicht um den völlig ramponierten Stempen. Da frage ich mich doch nur, warum? Wie muss sich der Stempen fühlen, wenn er versagt hat? Oder hat er überhaupt versagt? Vielleicht wäre solch eine Situation viel schlimmer ausgegangen, wäre der Stempen nicht an Ort und Stelle gewesen. Vielleicht wäre das heißgeliebte Auto dann in einen Bach gestürzt. Es bedankt sich dann aber niemand bei einem der Stempen, dass er standgehalten hat, so gut es nur möglich war. Es entschuldigt sich auch keiner für die Schäden, die der Stempen weitertragen muss. Was muss das für eine seelische Belastung sein, zu wissen, dass man immer stark sein muss, aber nie Dank oder Liebe dafür bekommt? Ich hätte wirklich nie gedacht, dass unsere Gesellschaft so undankbar ist. Denn wenn ich nur daran denke, wie diese Gegenstände oft behandelt werden. Welche Gedanken gehen dem Stempen bei solchen Situationen durch das Plastik? So ein Angesoffener hat mich angeschifft. Jetzt stink ich noch Pisse. Kleine Kinder haben mich mit dem Dreiraler umgefahren und jetzt habe ich einen Tön wegen dem Scheiß. Der deppere Autofahrer hat mich eingetätscht. Und das Sau wieder ist außerdem auch. Jeder Mensch, jedes Tier und auch viele Gegenstände, wie beispielsweise erneut das Auto, können es ausdrücken, es zeigen, wenn es ihnen nicht gut geht. Menschen, die weinen. Tiere sind traurig und ziehen sich zurück. Autos streiken ganz einfach, indem sie kaputt gehen. Die Folge von all diesen Sachen ist meist eine Auszeit oder Ruhephase zum Erholen und Regenerieren. Und die Stempen? Stempen können schlecht ihre Gefühle äußern oder einfach keinen Willen mehr zeigen, wenn sie nicht mehr auf dieser Welt stehen wollen. Ihnen muss erst ein grausamer Schmerz zugefügt werden, bis sie überhaupt aufgeben können. Sie müssen einen relevanten Grund für ihre Schwäche haben. Wie schwer ist das Leben eines Stempen? Wie schwer ist das Leben eines Stempen, wenn man nicht geliebt wird?
Wie schwer ist das Leben eines Stempen, wenn man sich nutzlos fühlt, weil jeder ein zu großer Egoist ist, um sich einmal bei solch einem wertvollen Gegenstand zu bedanken. Jeder von uns hier weiß, wie wichtig und gut es für einen ist, wenn man Lob und Liebe bekommt. Lasst uns nur einen Moment daran denken, wie es wäre ohne diese Zuneigung. Genau so fühlen sich Stempen von Tag zu Tag. Mit dem Beenden dieser Rede werde ich aus diesem Saal gehen und alle Stempen, die ich mit meinen Augen nur erblicken kann, umarmen und ihnen Liebe schenken. Lasst uns alle zusammen Stempen lieben! Danke.